Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Unibock 406, dem Alleskönner, und zwar die Ausgabe 48. Und da behandeln wir das Batteriefach. Aber bevor wir da uns um das Batteriefach kümmern, würde ich behaupten, wir schauen mal ins Heft, was wir für Informationen bekommen. Wir schauen mal wieder ins Heft, um zu sehen, was es für interessante Sachen gibt. Informationen über den Unimog. Ja, hier wie gesagt die Bauanleitung für den Batteriekasten. Und hier haben wir die Baureihe 427 als Innovationsträger. Trotz ihrer sehr engen optischen Verwandtschaft zum Vorgängermodell 425 setzte die 427er in mancher Hinsicht zukunftsweisende Akzente. Vor allem war es überaus nützliche Ausstattungsproportionen, die die Fahrzeuge für Kundenkreise aus den Kommunen immer attraktiver machen. Mit den Fahrzeugen der Baureihe 427 konnte der Unimog gegen Aufpreis erstmals mit einem hydrostatischen Fahrantrieb versehen werden. Dieser ermöglichte langsamste fein dosierte Fahrgeschwindigkeiten. Und hier sieht man, wie die diesen Bürgersteig sauber machen, beziehungsweise die Straßenkante sauber machen. Und für klassische Arbeitseinsätze im Kommunalbereich wie den Winterdienst ersandten die Unimog-Entwickler reihenweise Innovationen für die 427er-Modelle. Hier eine Seitenschneeschleuder mit Flugzugführung. Also hier schön wird das rausgefräst und dann wird der über einem Kanal, sage ich mal, der Schnee an die Seite gebracht. Hier auch zu sehen über die fetten Reifen, die Schneeketten. Auch da braucht der Unimog, selbst wenn er Allrad angetrieben ist, dann auch seine Schneeketten, damit er sich vernünftig bewegen kann. Und noch im Versuchsstadium befindlich, aber in Prototypenform bereits in Fahrzeugen der Baureihe 427 getestet, war die Wechselleckung eine große Herausforderung für die beteiligten Ingenieure. In die Serie gelangte sie erst im Jahr 2000, als nur noch wenige Modelle der klassischen schweren Baureihe 427 und 437 im Programm waren. Ja, kann man hier gut sehen. Hier ist einmal die Lenkung auf der linken Seite und dann wird das Lenkrad im Grunde genommen umgesetzt auf das rechte Lenksystem. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte das schon mal gesehen in einem LKW, da hat man einfach die komplette Lenksäule von einer Seite zur anderen Seite rüber geschoben. Und das war auch eigentlich eine recht interessante Ausführung der Lenkungssache. Und hier sieht man auch, dass man hier dann erstmal die Pedale abgedeckt hat und danach die Fußplatte hier runtergenommen hat, damit hier die Pedalerie entsprechend frei ist für Gas, Bremse und Kupplung halt. Und ja, sehr interessante Ausführung für die ganze Geschichte. Dann haben wir hier noch Wissenswertes. Im Hause Daimler-Benz waren Vierradlenkungssysteme beileibe keine Neuheit. Bereits 1907 stellte die Daimler Motorengesellschaft einen geländegängigen Personenwagen mit Allradantrieb und Vierradlenkung auf die Räder. Nach einer erfolgreichen Erprobungsfahrt über 1677 Kilometer von seinem Produktionswerk in Berlin-Marienfelde nach Zwakomund in Deutschland, Südwestafrika, dem heutigen Namibia, verschifft. Dort wurde es vom Kolonialbeamten Bernhard Dernburg ausgiebig genutzt. Auch in den 1930er Jahren hatten unter anderem die Mercedes-Benz-Geländefahrzeuge 170 VL und G5 ein solches System an Bord. Die ebenfalls auf Wunsch und gegen satt Aufpreis für den 427er werkseitig lieferbare Vierradlenkung machte aus dem schwergängigen Multitalent ein extrem handliches und bewegliches Fahrzeug. Ja, hier sieht man halt auch, dass auf der Hinterachse die Lenkung auch eingelenkt ist. Und das sieht man heutzutage auch bei einigen anderen LKWs heutzutage, wo die Lenkung halt hinten leicht mitlenkt, damit der Radius der Kurvenfahrt doch halt verringert wird. Ja, hier haben wir dann noch die in der Entwicklung befindlichen Wechsellenkung
machte dem Unimog noch universeller einsetzbar. Das gilt besonders für Arbeiten, die dem Fahrer hohe Präzision abverlangten und bestmögliche Verhältnisse erfordern. Vorteilhaft ist natürlich auch, finde ich, das mit der Lenkung, wenn die jetzt hier auf der anderen Seite sitzt, dass man die Fahrzeuge nicht zwei Baureihen machen muss oder zwei Fahrzeuge bauen muss, einmal für Linklenkung, einmal für Rechtslenkung. Das ist natürlich in Ländern, wo eine Rechtslenkung bzw. Linkslenkung ist, doch sehr praktisch, dass man die nicht umbauen muss. Dann haben wir hier noch das Reifenfüllsystem für die 427er. Erstmals wechselseitig angebotene Reifendruckanlage gehörten ebenfalls zu den Highlights der Optionsliste. Besonders in extremen Geländeeinsatz spielte sie eine vorzügliche Rolle. Ist natürlich klar. Wenn das Gelände gängig ist, kann man den Luftdruck immer schön senken und man hat durch die senkten Luftdruck doch in steinigen Gebirgen, sage ich mal, mehr Grip auf der Achse im Grunde genommen. Ja, was haben wir hier noch? Auch die schweren Unimogs-Baureihe der End-80er Jahre waren in den seinerzeit für schwere Lkw neu eingeführten Abgasnormen gebunden. Mercedes-Benz bzw. der Unimog übernahm hier eine Vorreiterrolle. Jo. Dann haben wir hier noch wieder die Eisenbahnantriebversion des Unimogs, und zwar den 423 mit Schienenführung und Bahntechnik von CEMA für die Wartung von Oberleitungen bei städtischen Verkehrsbetrieben. Die Nummer verrät, der Unimog ist im Department Saate zugelassen. Aha, welche Nummer? Wahrscheinlich die hier vorne, die Kennzeichennummer, aber gut, kann man ja kaum erkennen. Ob nun in den kleinen U20, die größere Geräteträger, U300, U400 oder U500 oder die hochgeländegängige Baureihe U3000, U4000, U5000, ihr Einsatzprofil ist äußerst vielfältig. Es reicht von der Baumbepflanzung über das Bohren von Erdlöchern bis hin zu Rettungsdiensten. Bei Einsätzen im Bahnbetrieb sind die hingegen weniger häufig anzusehen. Hier haben wir noch eine interessante Sache, und zwar beim 2014er Update des Zwei-Wege-Unimogs verfügten die Stoßdänger über LED-Leuchten und Tagfahrlichte. Zudem saßen die Scheibenwischer fortan über den Windschutzscheiben, also die wurden von oben hängend angebaut. Dann haben wir hier noch was Wissenswertes. 1956 übernahm die Familie Rivard den Unimog Import und Verkauf in Frankreich. Die war allerdings nicht für das ganze Land zuständig, denn der Mercedes-Benz-Vertrieb hatte anders organisiert als heute noch und noch mindestens einen weiteren Unimog-Händler unter Vertrag. 1986 gliederte Rivard den Spezialfahrzeugbau aus und gründete in Durtal im französischen Department Maine-et-Loire, glaube ich einfach mal, das Unternehmen CEMA, Construction Mechanic Automatisme Rivard. Aha, okay. In Fertigungsschwerpunkten ist inzwischen der Bau von Straßen- und Schienenfahrzeugen auf Unimog-Basis. Außerdem bauen die Franzosen eigene Kommunalfahrzeuge wie Kehrmaschinen auf Basis des Multicatremo. Ja, auch hier sieht man noch wieder verbesserte Technik 2014, insbesondere die Sichtverhältnisse des Herstellers, sprach vollmundig von Freisichtfahrhaus. Jetzt war auch eine Kameramonitorsystem zu haben. Das heißt also, eine riesen Frontscheibe konnte man gut sehen. Hier sieht man das auch, die riesengroße Frontscheibe. Und hier sieht man auch, dass die Scheibenwischer oben angehangen sind, damit sie von oben nach unten wischen. Und so konnte man also vernünftig auch gut sehen. Ich würde sagen, das reicht erstmal für die Information. Und wir schrauben jetzt erstmal den sogenannten Batteriekasten an, damit wir da auch jetzt in die Praxis kommen. Legen wir mal los. Und zwar den Batteriekasten. Wir haben hier einmal das Unterteil mit dem entsprechenden Schalter und dem Stecker dazu. Der Stecker nennt sich F. Genau. Dann haben wir hier noch einen Halter, der ist aus Metall. Und hier haben wir noch das Abdeckungsfach, auch aus Plastik. Und wir haben natürlich einige Schrauben dazu.
DB-Schrauben, AM- und DM-Schrauben und wollen jetzt mal den Batteriekasten anbasteln. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den anbasteln, an welche Seite. Ob das links oder rechts ist oder so. Ich glaube, das ist... Ne, erstmal schrauben wir ja den Halter mit ran, so wie ich das sehe. Und zwar brauchen wir den. Und nein, den hier brauchen wir. Das Unterteil. Da haben wir hier zwei Bohren mit den etwas... mit den Senkungen. Und hier haben wir ein paar Stifte drin. Und das kommt dann... Nö. Wie kommt das jetzt ran? Mal gucken hier. Ach so, mit diesen beiden Bohrungen kommt er dran. So wird er dran gesetzt. Genau so. Und wird dann mit DP-Schrauben verschraubt. Das sind wieder Schrauben, die wir mit dem mit der Unterlegscheibe sind. Damit er auch hält. So, einmal und Nummer 2 und damit haben wir den Halter schon mal dran. Das guckt jetzt hier unten so raus. Mal gucken, wie sich das jetzt dann gestaltet. Und wir müssen den Batteriekasten auf der linken Seite montieren. Ich habe doch schon mal die Räder rangeschraubt. Ich konnte es nicht durchaushalten, um einfach mal zu sehen, wie das Ganze hier läuft. Mit der Lenkung ist ein bisschen schwierig. Die hat hier sehr viel Spiel drin. Ist nicht besonders schön. Lenkt zwar, aber er braucht unheimlich lange, bis er die Räder bewegt. Bin selber schon mal Unimog gefahren und kann also das Ganze auch bestätigen. Man hat, wenn man in dem Unimog sitzt, immer das Gefühl, man schwimmt auf der Straße durch dieses ewige ständig hin und her lenken. Aber ja, es hat sich keiner weiter beschwert, als ich den gefahren habe. Ich bin immer noch geradeaus gefahren. Also war schon ordentlich. Aber wie gesagt, es ist doch schon recht gewöhnungsbedürftig, das Ding auf der Straße zu bewegen. Und aber macht andersrum auch ein bisschen auch viel Spaß mit dem Ding zu fahren. Könnte ich mich dran gewöhnen, ganz ehrlich. Aber gut, schauen wir jetzt erstmal den Halter hier mit dran. Und zwar wird der mit einer AM-Schraube verschraubt und mit einer DM-Schraube. Da kommt der jetzt hier mit ran. Ist das wirklich so? Vor den beiden. Der kommt doch jetzt hier. Jetzt haben wir das Teil vor den beiden Schrauben. Also doch, die beiden hier. Das sieht aber sehr komisch aus hier, dass der so... Weil wir hier eine Ausbuchtung haben und da auch, aber so kommt das rein. Das heißt also im oberen Bereich, die Schraube hier oben, das ist die AM-Schraube. Genau, da kommt eine AM-Schraube rein. Na, das müssen wir mal anders machen. Da müssen wir mal ein bisschen... Ups, jetzt ist die Schraube komplett reingefallen hier. Das war nicht ganz so geplant. Da muss man einen anderen Schraubenzieher nehmen. Da kommt der Kasten hier oben ran. So, und dann hier mit eingeschraubt. Also mit diesem Schneidwehr funktioniert doch schon wesentlich besser. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, ob das richtig sitzt, damit ich die Verschraubung da setzen kann. Ja, so sieht es ganz gut aus. Und im unteren Bereich kommt jetzt eine DM-Schraube. Na, die wollte nicht raus.
Und dann nehmen wir wieder. Ah, da müssen wir doch den anderen Schraubenzieher nehmen. Der ist, da ist die Schraube kleiner. Und leicht eingetunkt. Und dann. Na, mit den Zielen war es aber auch noch nicht ganz so. Jetzt aber. So, dann haben wir den Kasten schon mal dran. Ich hoffe, dass das richtig ist. Und jetzt sollen wir die Kabel verlegen. Und zwar hier an dem Bauteil. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, an dem Teil. Das sollen wir nochmal lösen hier. Und beiseite drehen. Und das Kabel soll jetzt hier hochgeführt werden. Gucken, dass wir das jetzt hier nicht zu sehr verdrehen. So, das soll hier hoch. Und soll jetzt hier durchgeführt werden. Genau. Damit werden wir das jetzt hier einklemmen. So soll das sein. Und dann soll wieder verschraubt werden. Das Kabel lässt sich noch bewegen. Das sieht ganz gut aus. Genau. Und jetzt sollen wir den Deckel drücken, die dabei die beiden Zapfen des Gehäuses vorsichtig in die Aufnahme des Batteriefaches. Das sollen wir jetzt hier so tun. Hier kommt der Batteriefach rein, der Deckel. So ist er drin. Ah ja, okay. Der hat hier noch zwei Stifte, links, also hier diese Stifte. Die kommen hier auf dieser Seite rein. Das Einzige, was ich mich ein bisschen wundere, ist, hier sehen wir nichts. Und hier auf dem Foto zu sehen, haben wir einmal Unimog zu stehen auf dem Batteriefach. Schade, vielleicht müsste man das selber dann noch machen, vielleicht kommt das dann noch später, aber eigentlich hätte man das darauf machen können, beziehungsweise einsetzen können. Das wäre natürlich sehr toll, wenn man das hätte machen können. Und so wie ich das sehe, sind wir eigentlich jetzt auch mit der Ausgabe durch. Es wird kein Kabel mehr weiter verlegt. Der Schalter bleibt dann einfach so erstmal hängen und dann müssen wir mal gucken, wo der angebaut wird. Weil ich denke mal, als nächstes kommt natürlich die Platine und dann wird das alles zusammengebaut. Ja, das war die Ausgabe 48 des Unimog. Wir haben den Batteriekasten montiert. Und wie gesagt, ich habe dann doch mal die Räder montiert. Ich fand das doch sehr interessant, dass die Räder schon dran sind. Und da ist schon recht wuchtig das Teil. Also ich finde das total abgefahren. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen wieder rüberbringen. Auch über das Fahrzeug bzw. Batteriekasten und Informationen über das Fahrzeug selber und die Baureihen einzeln. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut bei meinem anderen Projekt mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.